So, Freunde, herzlich willkommen zur 6. Folge Let's Play Watch Dogs. Und zwar treffen wir uns ja jetzt mit der Bad Boy, mit dem Bad Boy. Und da werden wir gleich mal zum Treffen fahren. Und wir ändern die Perspektive vom Auto mal wieder. Und markieren uns das auf der Map hier. Und dann fahren wir da mal hin. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch gefallen. Aber ich denke schon. So. Jetzt einmal rechts. Ah, die Steuerung von den Fahrzeugen, da muss man sich wirklich noch ein bisschen dran gewöhnen. Einmal links über die Autobahn. Mal sehen, was Bad Boy. Ich kann ja ordentlich reden. Was Bad Boy uns für einen Auftrag gibt. Was wir für ihn erledigen müssen. Oder was er uns zu sagen hat. Jetzt müssen wir erstmal zu ihm fahren. Noch 2 Kilometer. Das ist jetzt die zweite Aufnahmesession. In der letzten Folge habe ich ja die letzte Aufnahmesession beendet und jetzt geht es weiter mit der nächsten Aufnahmesession. Also wenn ich eure Kommentare jetzt aus dieser Folge nicht gleich in der nächsten Folge dann beantworten werde, dann liegt das daran, dass ich jetzt eben immer gleich so 4, 5, 6 Folgen hintereinander gleich aufnehme. Also das ist dann immer eine Session. Wir sind gerade nicht gerade die besten Fahrer. Aber es macht nichts. Solange die Cops nicht auf uns aufmerksam werden, ist alles in Ordnung. Und überholen. Stoppschild übersehen, ist egal. Und da hinten ist es schon. Oh, Lex, Lex, Lex. Eine kleine Lex hier. Dann steigen wir mal aus. Mal sehen, wie Bad Boy aussieht. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DedSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Ab in die U-Bahn. In den Untergrund. Bad Boy. Was? Bad Boy, 17? Bitte, was? Bad Boy, 17? Clara. Clara. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet.
Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Mm-mm. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Okay, Bad Boy ist also eine Frau. Und wir haben wohl Skillpunkte. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Ah, 6 Skillpunkte haben wir jetzt. Ach, die brauchen aber auch mehr, die zweiten. Dampfleitung, Helikopterabschaltung, Nagelsperre. Das klingt cool. So, Hacken, Kampf. Haben wir im Kampf noch irgendwas Schönes? Pistolenexperte. Verlagern. Erhöht die Tragekapazität. Das klingt gut. Und haben wir noch irgendwas hergestelltes? Fahren. Okay, nehmen wir das. Sehr gut. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Muss ich gucken. Hola. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst clever. Deine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir deinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferung annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unnötig gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, ne? Jetzt müssen wir hier hinter. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht hin. Okay. Oscar Charambo-Style ist wieder in. Ist wieder eingeleitet worden. Kommt her. Kommt doch her. Gehen wir mal in Deckung. Stirb. Oh, da kommen schon die nächsten. Stirb. Los! Verlass die Deckung.
Nachladen. So, nachladen. Und da hinten ist noch jemand. Den haben wir. Ein bisschen Munition. Die Waffe wegpacken, wie geht das? Ah, keine Ahnung. Erreichen. Zugang gesperrt. Lokalisieren und hacken Sie CDOS-Kisten mit dem Profiler. Intrigen. Und das müsste jetzt offen sein. Perfekt. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Dann sorgen wir uns mal nicht um dich. Das ist komisch. Keinen unnötigen Stress hier, Freunde. Komm. Hört jemand mit? Brauchen Hilfe! Busverstärkung. So, haben wir alle erledigt. Dann können wir das jetzt hacken hier. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hoch, oder? Wahrscheinlich. Ja. Dann nehmen wir wohl doch mal die Treppe. Sind wir oben? Ist hier noch jemand? Keine Spur. Kommt man hier rein? Nein. Oh Gott. So, wo muss hin das Signal? So, das noch rum. Ups. Das muss ja auch noch sein. Okay.
zu. So, jetzt haben wir's. Perfekt. Hoffentlich kommt hier nicht irgendwann noch mal sowas auf Zeit. Haben wir ja voll den Zeitdruck. Und zack. Oder doch nicht. Das hier runter. Das hier lang. Nee. Also das. Da lang. So auch nicht. So. Dann können wir das da lang leiten. Und das dann hier, alles klar. Hacken Sie den Laptop. Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges Risiko. Oh Scheiße. Virus wird hochgeladen. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet ihn!